Tag zusammen, hier ist wieder BNW. Zeit wieder für ein paar neue Videos und heute will ich einmal hier ein Heroes of the Storm Gameplay wieder machen. Heute spiele ich Nova, einer meiner Lieblingscharaktere, weil sie schön sneaky ist, aber auch sehr, sehr anfällig ist, wenn sie dann einmal aufgedeckt wurde, weil sie die ganze Zeit unsichtbar ist. Und das schauen wir uns gleich im Game an. Wir spielen auf der Map Sprengkopf Manufaktur. Das ist so eine Map, da spawnen immer so ein paar Nuklearraketen. Ne? Zu Nova passend, wer sich im StarCraft-Universum auskennt. Und ja, ich werde als erstes meine verbesserte Tarnung nehmen. Dadurch renne ich dann schneller, wenn ich unsichtbar bin. Das ist nicht schneller, wenn ich jetzt hier gemountet bin. Und meine Mana-Regeneration ist dann noch verbessert, sodass ich dann ein bisschen mehr Spells dann spammen kann. So, wichtig ist jetzt erstmal, dass ich noch ein bisschen mehr Sound gebe, weil es ist extrem wenig hier gerade. Ein bisschen mehr Musik, ne? Wichtig ist, dass ich mich nicht zeige, sondern dass ich das von der Seite mache und immer schön versuche, die Gegner zu flankieren. Wir haben Rega, Ragnaros, Diablo und Valar bei mir im Team. Im gegnerischen Team ist Varian, Zagara, Anubarak, Stukov und Zeratul. Das heißt, mit Zeratul ist ein weiterer Unsichtbarer da. Und ich werde mich jetzt hier... Oh, toll. Das hat natürlich nicht so prickelnd geklappt, weil mein Spells, ich habe so einen Sniping-Schuss, der geht einmal, so ein Skillshot, der geht nach vorne. Dann habe ich einen Schuss, der verlangsamt die Gegner. Das ist ein Point-and-Click-Spell. Und das andere ist ein... Das andere ist halt ein Skillshot. Das war nicht so schlau von Diablo, dass er da reingegangen ist. Hat mich auch gefragt, warum er da reingegangen ist. Ja, und jetzt geht es darum, dass ich hier jetzt nicht mit meinem Team so derbe auf die Fresse kriege, weil Nova kann alles. Nur nicht endpushen. Also die pushen, die hat einen beschissenen Wave Clear. Ich glaube, es gibt niemanden in diesem Spiel, der einen beschisseneren Wave Clear hat als sie. Na, soll ich noch überleben? Okay, da hat Stukov noch seine Sporen geworfen. So, jetzt will ich mich da mal konzentrieren, nachdem ich jetzt hier wie so ein kleiner Noob gestorben bin. Will ich mich jetzt mal komplett aufs Gameplay fokussieren, weil das ist ja auch ein Rank-Game hier. Und deswegen will ich das jetzt schlau spielen. Okay. Ich werde mich nicht in einem Teamfight aufhalten, sondern immer versuchen, einzelne isolierte Ziele zu finden und diese dann ja, richtig schön mit Schaden zu übersehen. Wie zum Beispiel das jetzt hier. Ah, ärgerlich, dass Zagara da jetzt dabei war. Deswegen musste ich jetzt leider weg. Gut, es kommen die ersten Nuklearraketen. Also wichtig, dass wir diese verteidigen. Ich kann hier ein bisschen spotten. Auch mit meinem Klon, den ich auf E habe. Das ist so ein einfach nur. So. Nova hat einen ziemlich netten Burstschaden, wenn man das mal sich ansieht. Ist echt nicht schlecht. Ah, verdammt. So, ich nehme jetzt Geheimmission als. Das ist ja. Das ist natürlich das Problem, was ich habe. Weil Zeratul countert mich wieder. Wenn ich einen Move mache und Zeratul steht neben mir, dann kann ich nichts machen, weil er Nahkämpfer ist und die ganze Zeit an mir dranbleiben kann und mich dann auch noch verlangsamt. Das ist dann das Problem. Wir werden hier gerade übelst auseinandergenommen, weil wir die Nuklearraketen auch nicht unter Kontrolle kriegen. Ich kriege meinen Schaden an den Gegnern zwar unter, werde danach aber dann immer. Counter, wir kriegen halt keinen Tod, so richtig. Ja, hier kommt auch wieder weg mit ganz wenig HP. Und das ist nicht so schön. Ah, schade, habe ich meine Spells gelandet, aber Stukov als Heiler daneben ist auch ziemlich unangenehm. Aber gut, wir haben noch nicht verloren. Ich werde jetzt hier mit meiner Fähigkeit, die ich ausgewählt habe, also mit meinem Talent. Wenn ich neben Minions stehe und die sollten sterben, dann kriege ich solche Stacks dazu. Und wenn ich 20 Stück davon habe, das sieht man hier unten, dann kann ich eines dieser Camps hier kaufen. Also eine Figur davon. Ja, die ist dann sozusagen umsonst. Ja, Stukov ist schon ziemlich beefy, der Typ. Und dann kriegt immer Diablo im Anschluss auf die Fresse. Weil die uns immer hier outnumbern, weil die mehr sind als wir. Ne? Wir gehen zu zweit rein. Diablo will overextenden oder bleibt zu lange drinne, stirbt dann natürlich dadurch. Seratul ist oben, das heißt, es ist niemand unten. Okay, Ragnaros. Ah, wir wollen jetzt das Camp hier machen.
Ja, weiß nicht, ob das so prickelnd ist, aber eigentlich gar nicht schlecht, die Idee. So. Dann haben wir das erobert. Es gibt ein bisschen Druck auf die Karte, ne, weil die rennen jetzt hier vorbei, werden die Wave da clearen. So, jetzt nehme ich Meisterschütze. Wann immer ich mit meinem Sniping treffe, erhöht sich der Schaden durch diese Fähigkeit. Ne? Das macht echt viel Schaden. Vor allem, weil das 5-mal stacken kann. Das heißt, pro Treffer mit dieser Fähigkeit, was ja ein Skillshot ist, kriege ich 15% dazu. Und jedes Mal, wo ich den treffe, steigert sich das. Sollte ich aber einmal daneben schießen, dann geht es wieder auf 0 zurück, der Bonusschaden. Aber das plane ich ja nicht. Ne? Ich versuche ja hier mit meinem W-Spell schön zu verlangsamen. Dann kann ich da auch besser noch mit meinem Sniping treffen. Ich werde jetzt hier mal helfen. Shit. Gut, endlich haben wir mal jemanden gekillt. Meine Güte, 2 zu 8 steht das hier. Das ist aber ein super Zeitpunkt eigentlich, weil wir jetzt hier überall Nuklearraketen haben. Eine davon werde ich mir jetzt holen. Ja, sehr schön, die haben wir. Und das Gute ist, dadurch, dass ich unsichtbar bin, kann ich die halt ganz gechillt hier auf der Karte verteilen. Oh, fuck, jetzt habe ich zum Beispiel vorbeigeschossen und wieder 0%. Das ist nicht schön. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich schmeiß die Atombombe hier einfach unten hin, damit ich die los bin. Ich habe jetzt nicht so Lust, gegankt zu werden, weil immer, wenn ihr diese Nuklearrakete am Start habt, da müsst ihr nur gekillt werden und ihr droppt diese automatisch. Und ich will den Schaden einfach auf den gegnerischen Gebäuden einfach platzieren, bevor ich dann... Ich werde mich jetzt kurz zurückhalten. Ich warte mal, bis Seratul kommt oder so. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass er hier ist. Na gut, jetzt mache ich den Schaden mit. Ja, komm! Ey, das gibt's es nicht! Oh Mann, ey, das ist so wichtig. Ich sniper... Nee, sniper ich nicht weg. Wir sollten vorsichtig sein. Kerten. Ja, die sind Level 10. Das ist nicht der Zeitpunkt, wo man kämpfen sollte. Ganz und gar nicht. Seratul ist hier gerade unsichtbar geworden. Ich werde ihn mal anschießen. Man sieht ihn ja immer so, diesen kleinen Schimmer von unsichtbaren Leuten. Oh, jetzt kriegen wir hier 2 Atomraketen ab, weil einer ja gestorben ist. Ich bleibe hier ein bisschen. Obwohl wir das nicht bekämpfen dürfen hier. Das ist jetzt ein fataler Fehler, wenn wir hier kämpfen. Auch wenn wir das Cover haben von unserem Turm. Ich warte noch. Weil ich weiß, dass Seratul hier ist. Und ich muss warten. Wir sind nicht Level 10. Die sind einer mehr. Seratul geistert hier noch rum. Ich will meine Position hier nicht zeigen. Jetzt nehme ich 3er-Pack. So. Scheiße, jetzt wurde ich mit meinem Ulti von Seratuls Ulti gecountert. Der macht da so eine... Aber das geht noch weiter! Ah, herrlich, das wusste ich nicht. Ah, herrlich. Mein Ultimate ist ein 3er-Schuss. Damit schieße ich 3-mal auf ein Ziel für hohen Schaden. Kann geblockt werden, indem man sich da vorstellt. So ein bisschen wie bei Caitlyn's Ulti in LoL. Und Seratuls Ulti ist, dass er so ein Zeitportal baut. Oder so hinstellt. So eine Zeitsphäre. Und alles, was da drin ist, wird eingefroren. Ne? Das heißt, bei sämtlichen Aktionen, die sie gerade haben, die werden halt eingefroren und werden danach dann fortgeführt. Unter anderem auch mein Ulti. Was sehr herrlich ist. Und was ihn gekillt hat, und jetzt kann ich erstmal hier noch mit meiner Geheimmission das Camp kaufen für Umme. Dadurch kriege ich es umsonst und es spawnt auch nochmal wesentlich schneller. Ist schon nach 40 Sekunden gleich wieder da. Ich muss natürlich mit meinem Meisterschützen noch ein bisschen besser arbeiten, dass ich da noch ein bisschen mehr Stacks sammle. Ich will nicht, dass unser Fort hier eingerissen wird. Auch wenn ich hier meine Position mit gerade preisgebe. Ich will nicht, dass die Gegner diese Bonuserfahrung noch haben, auch wenn die wahrscheinlich besser aufgestellt werden, meine Leute, wenn ich dabei wäre. Jetzt komme ich mal dazu. Ich meine, wir haben den Boss und wir müssen da nicht overextenden. Wenn wir den Boss haben, einfach weitergehen und warten, bis halt die Nuklearraketen jetzt zum Beispiel kommen. Und dann haben wir halt ein besseres. Muss ich mal kurz gucken, ob ich hier irgendwie... Diese scheiß Fliege, ey. Ob ich hier irgendwo Seratul entdecke. Okay, wir haben eine Nuklearrakete. Die Gegner haben auch eine Nuklearrakete. Unsere hat... Holy shit, Vorsicht. Ah, die haben...
So, ich schieße meinen Ulti auf Stukov und kriege ihn dadurch. Sehr schön. Wenn er halt nicht geblockt wird. Und das wollte ich halt. Du kleiner Stinker, ey. Ja, da kommt hier einfach Zeratul. Zeratul will mich halt immer killen, ne? Das ist sein Ziel. Und das kann er auch sehr gut machen. So, jetzt werde ich meinen... Oh, shit! Was haben wir denn hier? Ah, die... Nein, die Nuklearrakete. Ne, kriegt er nicht. Ich werde die wegnehmen. Okay, habe ich. Okay, ich werde jetzt mal faken, dass ich nach oben gehe. Und gehe dann wirklich ja nach unten. Ah, du kleiner Stinker! Zeratul ist halt in meinem Arsch die ganze Zeit, ne? Der rennt jetzt hier garantiert auch neben mir her oder so. Ich will mal mounten. Ich muss nämlich jetzt kurz mich heilen zumindest. Und werde dann wieder einen neuen Ansatz finden. Weil Zeratul will mich killen. Ich habe eine Nuklearrakete. Und ich habe jetzt mein Q noch weiter verbessert, dass es jetzt ein Explosivgeschoss ist. Das heißt, es macht AOE-Schaden. Und je mehr Stacks ich habe, desto mehr AOE-Schaden habe ich natürlich auch. Das ist zumindest das Ziel davon. Ich will meine Nuklearbombe loswerden, weil ich bin sehr, sehr squishy mit Nova. Und wenn ich erwischt werden sollte von Zeratul oder so, dann zerreißt es mich halt sehr leicht. Ich werde mich jetzt mal hier hinstellen, weil die Gegner hier jetzt auch rumgeistern. Ich werde nicht eingreifen, der ist tot. Na, der ist tot, kann ich nicht helfen. Es sei denn, kann ich nicht helfen. Diese scheiß Flieger, die geht mir richtig auf den Sack. Holy. Okay, das wird geblockt. Ich werde mal hier Minions kaufen. Und jetzt habe ich meinen Schuss leider daneben gesetzt. Aber mein Ulti wurde geblockt. Ich will meine Nuklearrakete loswerden. Aber ich muss dem Teamfight hier helfen. Ich benutze jetzt einfach defensiv. Ja, defensiv. Die hat Anubarak ziemlich zerledert. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Sehr schön. Da hat Zeratul schön mein Skill abgefangen. Hat er sich gebeamt. Oh, was haben wir denn hier? Ah, Zagara hat da. Was mache ich hier gerade? Ich weiß es nicht. Ich muss hier ziemlich schnell abhauen. Weil ich hier ziemlich schlecht platziert bin gerade. Gut, das läuft eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn die Gegner mit einem Level jetzt geführt haben. So, jetzt werde ich weiter noch mein Q verbessern, wenn ich einen Helden treffe. Abklingzeitverringerung um 3 Sekunden. Das geht dann richtig ab. Oh, Alter. Ja, ist blöd, dass ich hier von diesem Bossmonster die Banelinge gerade geschluckt habe. Oder das Baneling. Immerhin haben wir den Boss erobert. Und kommen damit jetzt nach vorne. Die Gegner sind hier nämlich auf der Karte gerade platziert. Das ist ganz vernünftig eigentlich. Ja, wir brauchen Reitner raus. Das ist schon gar nicht mal verkehrt. Ich versuche jetzt mal Zeratul hier irgendwie zu finden. Weil wenn ich Zeratul mit meinen Spells... Ah, der hängt da oben ab. Ah, die machen den Boss, okay. Weil wenn ich Zeratul finde und dann alle meine Spells in ihn reinfeuern kann, dann stirbt er auch ziemlich schnell. Dann kann er da eigentlich wenig machen. Ich werde jetzt hier mit meinem Explosivschuss die Wave ein bisschen pushen. Okay. Ein bisschen pushen. Holy shit, was ist das denn hier? Fuck, ey. Wenn ich nicht mit meinem Q das... Ah, das Ding vernichtet hätte und sie wird daneben stehen, hätte ich sie so locker gekillt mit meinen Stacks. Aber nein, sie muss ja direkt daneben stehen, weil sie sich mit diesem Nydus-Netzwerk fortbewegt hat, sodass ich sie dann nicht killen konnte. Die hätte ich locker auseinandergenommen. Aber leider... Das ist eine fiese Kombo mit der Nuklearrakete. Gut. Aber meine Leute kriegen das so ganz gut hin, sehe ich gerade. Die gewinnen den Teamfight hier gerade. Zumindest noch. Ja, Anubarak. Ah, oh, schön. Schön, schön, Leute. Gut, das heißt, da habe ich meinen Mistake dann wieder ausgleichen lassen. Ja, dank meinem Team.
sehr lieb, dass sie es gemacht haben. Ist eine semi. Eine semi-tolle Performance, die ich hier mit Nova ablege. Aber ist auch ein bisschen schwerer mit dem Kommentieren dabei. Das dann halt so hinzukriegen, dass man da halt das Bestmögliche bieten kann. Zumindest wenn man durchgehend halt kommentiert. Ich glaube, wir haben sogar das Game jetzt gewonnen, weil die das beenden. Meine Leute, ich wollte noch meine Stacks hier einsammeln. Ja, das war das Game zumindest mit Nova. Haben wir sie ja auch mal kennengelernt auf meinem Kanal. Und damit habe ich das Game gewonnen. Sehr schön. Hat ein paar gute Sachen hierbei. Vor allem das mit dem Seratool, Zeitloch und wo dann der Ulti noch weiterhin flog. Das war richtig nice, weil ich glaube nicht mal, dass der Seratool damit auch gerechnet hat. Und wir haben damit zumindest dann da den Kill geholt. Rega, nice. Bist nicht einmal gestorben. 11 Kill-Beteiligung. Sauber, kriegst du von mir auf jeden Fall den MVP-Vote. Ich bin heute nicht darunter, aber man kann da ja auch nicht immer bei sein, ne? Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen weiteren schönen Tag. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in einem nächsten Video dann morgen bei mir hier auf dem Kanal. Haut rein.